Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe geheult, ein wenig. Ich warte zwar noch auf so das ein oder... Entschuldigung. Ich warte zwar noch auf das ein oder andere, aber ich habe keine Lust mehr zu warten. Dann kommt das halt bei dem nächsten Wochenheulen mit bei. Boah, irgendwie... So, jetzt aber. Ja, ich habe so ein paar Weihnachtsgeschenke. Nicht viel, weil das meiste, was ich bekommen habe... waren Gutscheine, was ich ganz gut wieder finde. Ja, von meinem Freund habe ich ein Parfüm gekriegt. Auch so ein Set eigentlich mit der Bodylotion dabei. Ich muss dem mal eintrichtern, dass er mir lieber die größere Flasche holen soll, anstatt mit Bodylotion, weil ich vertrage sowas ja eh nicht. Und er hat mir erzählt, dass die Verkäuferin ihm das verkauft hat mit der Bodylotion. Ich muss das mal eintrichtern, dass er das... sich da nicht bequatschen lassen soll. Weil er hat mir halt das Olympia von Paco Rabanne gekauft, geschenkt, was ich mir auch gewünscht habe. Und er meinte zu mir, ja, ich habe dir sogar die 75 Milliliter gekauft, sagt er zu mir. Du magst doch die großen Flaschen. Dann habe ich gesagt, ich so, das ist aber nicht die große. Dann meinte er so, wie jetzt? Ich hatte die 75 Milliliter Flasche in der Hand. Und dann hat die Verkäuferin zu mir gesagt, es gibt das auch noch als Geschenkset. Und dann habe ich natürlich gesagt, dann mache ich das Geschenkset. War der ein bisschen sauer. Da meinte er, das kann doch nicht wahr sein. Meinte ich so, ja, das ist die 50 Milliliter. Meinte er, ja, toll. Also im Endeffekt hätte er mir 75 Milliliter gekauft und dann hat die Verkäuferin wohl gesagt, das gibt es auch noch als Set. Ja, dann hat er natürlich nicht drauf geguckt, weil er gedacht hat, die Verkäuferin hat da schon recht, sie wird dann wahrscheinlich mir dasselbe mit 75 Milliliter anbieten. Ja, ne? War dem nicht so. Ja, deswegen habe ich jetzt die 50 Milliliter Flasche, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich liebe diesen Duft einfach. Der ist so toll. Sehr weiblich auf jeden Fall und intensiv vor allen Dingen. Ohne aufdringlich zu sein. Also es ist auch blumig. Also ich mag es total. Also ist einer... Der ist so toll. Den habe ich auch schon Ewigkeiten im Blick. So, dann habe ich... etwas aus dem Kleiderkreis, wovon ich schon ein paar Mal erzählt hatte. Und zwar, warum ist die Siedlung so rum? Und zwar hatte ich ja die kleine Mini-Probe von, ich kann euch die zeigen, habe ich mich noch einmal gekriegt, zuletzt aus dem Trash-Päckchen. Habe ich euch ja gezeigt, dass ich diese hier total toll finde. Diese Shiseido Synchro Skin Glow Foundation. Fand ich super. Hatte ich hier die Nummer, also die Farbe Nummer 3, war auch gut. Allerdings würde ich sagen, für jetzt so nicht ganz, ja. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgeguckt und bin im Kleiderkreisel fündig geworden und habe mir die große Flasche gekauft in der Farbe Nummer 2. 2? Natural. Natural. Ja, und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich sie ab morgen dann benutzen kann, weil sie ist halt auch gestern erst gekommen. Ich habe gedacht, jetzt zeige ich sie euch erstmal. Die ist nur 2-3 Mal wohl benutzt worden. Die kostet, glaube ich, neu 45 Euro, die Foundation. Die beste Foundation, die ich wirklich bisher getestet habe. Und total nett dazu hat die Verkäuferin mir noch gelegt, eine Eucerin-Creme mit Hyaluron-Filler. Genau. Den habe ich schon mal gehabt. Der habe ich auch vor kurzem leer gemacht und ich fand die total toll. Und deswegen bin ich da auch sehr begeistert, dass ich sowas noch umsonst dazu bekommen habe. Zwischendurch mal eben eine Yankee Candle. Ich habe mir nämlich eine getauscht. Nein, die habe ich mir gekauft. Und zwar heißt die Autumn Dusk. Die sieht ein bisschen so aus wie die Stinkekerze, die ich vor kurzem gekauft und dann wieder verkauft habe. Oder getauscht und dann wieder verkauft und oder vertauscht, ist ja egal. Habe, so vom Label, wunderschön finde ich, auch die Farbe sieht echt toll aus und es ist keine Stinkekerze. Boah, die ist so ultra schön. Also auch würzig, tatsächlich. Warmholzig, ich glaube so Sandelholz, Zedernholz ist da drin, vielleicht auch irgendwas Ledermäßiges, also die ist super schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, freue ich mich, die zu haben. Und dazu gelegt wurde mir, total nett, ein Tarte, und zwar Black Sand Beach. Und ich weiß, dass sie vor einiger Zeit mal als Kerze für, ich glaube, 15 Euro bei Amazon gab und ich nicht gekauft habe. Leider, weil die riecht so gut. Auf jeden Fall sehr markant, maskulin schon, aber auch blumig, aber... maskulin, was aber auch sehr gut weiblich rüberkommen könnte.
Durch die florale Note. Also sehr, sehr schöner Duft. Und dann habe ich, war ich nämlich gerade ganz, ganz schnell in der Stadt. Ich bin kein Stadtmensch mehr, ne, Leute. Also ich war jetzt 1,5 Stunden in der Stadt und ich hatte die Schnauze voll. Ich habe da keinen Nerv drauf, ne? Also alle liefen da mit dicken Schal rum. Und wenn ich die Leute gesehen habe mit ihren dicken Schals, da ist mir schon heiß geworden. Da lief mir die Brühe schon so runter. Also ich habe die ganze Zeit, ich hatte einen Schal dabei, den hatte ich aber die ganze Zeit in meiner Tasche gestopft, ja. Und hatte eine offene Jacke an. Also gut, ich war in Minto, also im Center drin, ne? Bin aber kurz zwischendurch mal rausgegangen, um nach C&A zu gehen, wo ich nichts gefunden habe. Aber ultra, ultra heiß. Also alle wirklich dick angezogen. Das ist auch kalt draußen, aber ich komme da nicht drauf klar, auf diese Hitze dann. Naja, ich war beim Daitos, da habe ich mir so ein Stirnband gekauft, super stylisch, ne, in Neon-Orange. Entweder trage ich es oder mein Freund, weil Motto-Party ist angesagt, Bad Taste. Ja, 4,95 hat es gekostet, fand ich schon etwas teuer. Dann war ich bei Müller und da habe ich mir, weil ich brauchte eine neue Spülung, da habe ich diese Aiko-Spülung, die hat nur 50 Cent gekostet, die habe ich mir mitgenommen, weil ich wollte nächste Woche mal nach Rossmann, aber ich brauchte jetzt definitiv was für auf die Schnelle. Und meine Zahnpasta ist auch leer gegangen. Da habe ich mir meine Sensodyne Pro Schmelz wieder mitgenommen. Wahnsinn, dass es auch geht, für wenige Sachen einzukaufen. Ne? Ja, und dann habe ich noch, weil ich brauche neue Pinsel, aber diese Eblen Pinsel, die gibt es ja gar nicht mehr. Diese, ich muss gleich sauber machen, immer noch. Ich habe heute Morgen mich ja geschminkt. Diese Pinsel hier, die gibt es ja gar nicht mehr. Ich habe die Krise gekriegt. Ich fand die sehr gut. Naja. Darum habe ich mir dann, achso, genau, erstmal eine Nagelhautschere. So. Ja, 6 Euro hat die gekostet. Brauche ich nämlich, weil ich immer an den Seiten meine Nagelhaut abknibbel, wenn da irgendein Fätzchen ist. Und wenn ich da eine Schere habe, kann ich einfach abschneiden. So. Dann habe ich, wie gesagt, Pinsel mir gekauft. 4 Stück. Ich habe mir einfach mal gedacht, komm, nimm mal. Und zwar einmal, weil der hier, der hat mich sehr stark an diesen Pinsel von Eblen erinnert. Und zwar ist der von Body and Soul. Das ist, glaube ich, die Hausmarke, genau, die Hausmarke von Müller, hat gekostet 3,99 und der Pinsel sieht wirklich sehr dem Pinsel von Eblen sehr ähnlich. Und da gab ja noch 10% Rabatt drauf und dann habe ich mir gedacht, komm, probier ihn mal aus. Ja, ich werde euch berichten. Und dann gab es noch, habe ich mir noch 2 Pinsel von, eigentlich 3 von Essence mitgenommen, aus dieser komischen, sehr bunten Reihe hier. Einmal diesen hier. Ich schmeiß die Papier, die Hüllen direkt weg, damit die es aufbewahren. Und nochmal ein Blender, aber ich glaube, der war nicht so pralle, ne, glaube ich. Aber ich möchte halt neue Blenderpinsel haben. Und dann Blender bzw. Highlighter-Pinsel, keine Ahnung, es ist Hololighter-Brush. Idealer Pinsel, um präzise Highlights zu setzen und die richtige Gesichtspartie hervorzuheben. Ja, hab mir gedacht, komm, nimm ihn mal mit. Der kommt auch in so einer Verpackung hier, die ich auch direkt wegschmeiße. Und ich dachte mir, vielleicht ist es aber nicht nur ein Highlighter-Pinsel, ne, sondern auch, ich probiere es aus. Ja. Und dann habe ich mir für mein Kindle, ist gerade gekommen, bei Amazon habe ich mir das bestellt, habe ich mir so eine Schutzhülle für mein Kindle bestellt. Habe ich heute Morgen noch von erzählt, weil ich mein Favoritenvideo abgedreht habe. Deswegen liegt mein Kindle nämlich noch hier. Warte, zeige ich euch jetzt, wenn ich damit fertig bin. So. Und zwar hatte ich keinen Bock mehr, dass mein Kindle verkratzt. Und ja, ist mit Magnet, ne, dass das nicht rumfliegt. Und ich finde, der Stoff, der ist so ganz angenehm weich. Der fühlt sich super an. Und hier an der Seite ist Leder. Riecht sogar nach echtem Leder. Ich glaube, die hat sogar 20 Euro gekostet, diese Hülle. Aber ich finde die sehr hübsch. Hat was, oder? Ja, verlinke ich euch meine Infobox, falls ihr auch sowas benötigt. Und dann war ich noch bei New Yorker und dann habe ich mir noch mal BHs dort gekauft. Die zeige ich euch jetzt auch, weil das ist ja nichts anderes als Bikinis. Das zeigt man ja schließlich auch. Ja, und zwar habe ich mir von denen hier, habe ich schon ganz viele von diesen BHs und die sind wirklich super. Ist mir persönlich zwar ein bisschen zu viel Push-Up drin, aber Brüste sehen dann trotzdem ganz cool aus da drin. Ja, auf jeden Fall, der sieht so schmal gerade aus.
Aber das ist meine Größe. Naja, auf jeden Fall hat er so eine Herzform, hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich habe den nie in schwarz bekommen in meiner Größe. Jetzt habe ich den endlich mal in schwarz. 9,95. Und dann gab es auch noch in so einem Doppelpack, gab es noch diese Balkonett-Dinger. Ne? Die finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Aber manchmal tun die auch hier an der Seite weh. Ich hoffe, die sind hier nicht. Und da habe ich mir halt einen schwarzen, ein beigen, das war ein Doppelpack, auch für 9,95 €. Konnte ich nicht liegen lassen. Und dann habe ich mir ein Oberteil, nein, nicht für Silvester oder sowas, einfach so, ich finde das ganz cool, wenn man mal ausgeht oder auf eine Party ist oder sowas, finde ich solche Oberteile ganz schick. Und zwar habe ich das auch für 9,95 €. So ein goldenes, ja, oder fast schon Bronze, ne? So Gold-Bronze. Oh, das sieht toll aus in der Kamera, sehe ich gerade. Ja, habe ich so ein Oberteil. Warte, ich schluss mal hier rein. Ja, und das sieht schon toll aus. Ja. Das habe ich mir auch noch geholt. Und ich glaube, meine Lieben, ich enttäusche euch nur sehr, aber das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!